Heute möchte ich euch einen Weg zeigen, wie ihr nicht nur in Latein trockene Listen, Deklinationen, Konjugationen, Bedeutung, Texte und vieles mehr schnell und sicher auswendig lernen könnt. Das ist eine Methode, die ich seit Jahren verwende und die mir bei fast jeder Klassenarbeit sehr geholfen hat. Reden wir nicht länger drum herum und schauen uns die ziemlich simple Technik einfach an. Dazu nehmen wir als Beispiel die Übersetzungsmöglichkeiten des Able-Abs, also als, und, da oder weil, obwohl oder wenn. Jetzt lernen wir einfach die erste Übersetzung, sagen sie also mehrere Male vor uns hin, bis wir sie verinnerlicht haben. Dann kommt die zweite. Diese sagen wir auch wieder einige Male vor uns hin. Danach sagen wir beide Übersetzungen hintereinander. Dann geht es immer nach demselben Prinzip weiter. Erst das Wort alleine sich merken, dann mit den vorherigen Wörtern aufsagen. So sitzen nach vielleicht 30 Sekunden bestimmt die ersten beiden Übersetzungen. Das war's auch schon. Der Vorteil ist, dass wir das auch mit anderen Lernmethoden kombinieren können. Schauen wir uns jetzt doch noch kurz zwei weitere Beispiele an. Wenn ihr die Endung der A-Deklination auswendig lernen wollt, könnt ihr wieder erst euch A merken, dann das zweimal Ä danach kommt, darauf beides hintereinander aufsagen und so weiter. Wie gesagt, könnt ihr auch Texte auswendig lernen. Das macht ihr einfach, indem ihr euch einen Satz oder, wie in diesem Fall, eher nur einen Teil eines Satzes merkt. Dann den nächsten Teil, dann beides zusammen, ihr kennt es so langsam schon. Um etwas schnell zu lernen, müsst ihr aber natürlich auch wirklich verstehen, was da steht oder was das ist. Sonst versucht ihr einfach nur eine Buchstabenfolge auswendig zu lernen, was viel schwieriger ist. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen.